So, Rupi, was machen wir denn jetzt? Ha? Das ist dein Essen. Ja, das wissen wir jetzt mittlerweile. Was machen wir jetzt? Avocado. Und? Mit Schafskäse. Und? Polenta. Schön mal die zweite Hälfte auch noch, bitte. Polenta und Nordtiroler Speck und Salat oder Prosciutto. Ja, genau, super. Diese Geschichte habe ich gesehen beim Jürgen Metzer und da geht es um Avocado, wo man in die Mitte der Löcher einen Schafkäse reintut, das dann in der Mitte auseinanderschneidet und links und rechts, oben und unten, anbrät, ja? Das schmeckt pipifein. Also, oder in den Ofen gibt, oder? Du tust in den Ofen? Nein, ich sag nicht. Ich tue es nicht in den Ofen, ich tue es angraten. Ja. Ha? Also, so tut es gut. Taschenmesser? Nein, ich muss nicht hier. Nein, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. So, schau. Schau, schau. So. Also nehmen. Quatsch in die Hunde. Nein. Da ist keine Hand. Schau, wo ist der Hand? Wo? Wo ist der Hand? Hand? Wo ist der Hand? Passt. Hast recht. Habe ich recht oder nicht? Sei ehrlich. Nein. Passt, super. Das Juhu. Stimmung. Ich. Ist das so richtig? Ja. Ja, eigentlich das so. Mehr? Oder bist du mit denen zufrieden? Ja, es passt. Ja. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wer hat den Avocado auseinandergeschnitten? Sei ehrlich, sag. Gary Friedl. Nein, ich hab den nicht auseinandergeschnitten. Ich nicht. Sprich du mal mit den Leuten, bitte. Mach dir das. Oh, das ist so anstrengend, mit dir das zu machen. Mir fällt gar nichts mehr. Avocado schälen und entkernen und in diesen Kern oder in diesem Loch, wo der Kern drinnen war, kann man dann einen Schafkäse reingeben. Das werden wir dann eintunken in Polenta. Also ich mache das so zu Hause und das braten wir dann ab. Ja. Der Jürgen Melzer hat das mit Kokos gemacht und ich mache das aber mit Polenta, weil ich das cooler finde. So, das schmeckt echt hammermäßig. Du, man unterschätzt es, dass man, das ist total heiß ist da, gell? In der Küche ist es heiß, ich weiß. Aber trotzdem ist es brutal heiß. Es kommt ja überall von Flammen, Feuerwerfer. Aber Kerl, ihr könnt es mir glauben, es schmeckt total super. Sind dann fertig, ja? Super! Wo ist ein paar die Matten drauf? Baby. Die Geschichte ist so, dass ich wirklich momentan mich versuche, so gut zu ernähren. Ja? Und ich weiß nicht, was das alles für Vitamine sind. Ich weiß nur, dass es sehr gesund ausschaut. Ja? Ausschauen tut es mit Avocado, Ziegenkäse, Essigöl, Salat, Salz, Pfeffer und jetzt auch noch ein bisschen für einen Geschmack. Was haben wir da? Eine Tiroler Schinken, was ist das? Das ist Tiroler Schinken. Nordtiroler Schinken? Südtiroler oder Nordtiroler? Nordtiroler. Nordtiroler, okay. Ist ja wurscht, was wir denken. Hauptsache es ist so eine Art Speck, also so gut, also so um. Kannst du bitte jetzt zu dem Essen was sagen? Der Ruppi erklärt das Essen jetzt ganz kurz, okay? Ja, dieses wunderbare Gericht wurde von Herrn Friedle inszeniert. Ist ja nicht wahr? Vor einem Jahr hast du mir gern. Ich habe das beim Jürgen Merzer selber gesehen. Ja, aber das hast du mir ja nicht gesagt. Ja, oder schon gesagt. Du hast gesagt, ich habe jetzt was Fantastisches, was Gutes. Ja, das genau. Musst du machen. Dann habe ich gesagt, ja, dann mach ich es. Okay. Und jetzt haben wir ein Jahr auf der Karte. Und die Leute lieben es. Ja? Okay, super. Das schaut so gut aus. Das ist echt ganz genial. Gesund und
Und der Nährwert, Opi, sag mal. Ja, alles gesunde Sachen. Oh. Avocado mit Schafskäse und Nordtiroler Schinkenspeck. Okay. Gekocht von Gary Friedle. Ganz alleine. Und was haben wir jetzt gekocht gemeinsam? Hab ich gerade gesagt, Avocado mit Schafskäse auf grünen Salat mit Nordtiroler Schinkenspeck und Sauerrahm. Schafskäse oder Ziegenkäse? Schafskäse. Und was ist ein griechischen oder ein Tiroler? Ein griechischen. Magst du den Sauerrahm da dazu? Der Robi hat gemeint, dass man einen Sauerrahm dazu tut. Das schmeckt super gut. Echt, oder? Das ist eine super Idee gewesen. Das hätte kein Papier sein. Ist nicht meine Idee. Der Sauerrahm oder der grundsätzliche Salat? Sauerrahm. Ah, der Sauerrahm. Meine Frau. Passt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns zum Kochen. Ich glaube in 2 Wochen wieder, was ich weiß, ja? Jedenfalls ist es echt richtig lustig, da in der Oberfosserfall mit dem Ruppi zu kochen, weil der Ruppi, ich frage ihn oft, ob er nicht irgendwas sagen will oder sagt, es wollte ihm nichts sein. Aber kochen kann der wie ein junger Gott. Also sehr, sehr cool. Wir sehen uns und hören uns. Ciao.